Weiß mir auch, ihr schreibt mir super gerne in den Chat, Leute. Seid ihr hungrig? Das hat mich mal interessiert. Schreibt mal gerne in den Chat. Seid ihr gerade zu dem Moment, wo ihr das gerade seht, seid ihr hungrig oder wie sieht es bei euch aus? Hungrig? Ja, Hunger. Ach, perfekt. Da passt ihr mit Story perfekt rein, Leute. Weil jetzt, das wird ganz schlimm. Weil das wird jetzt ganz schlimm, wenn ihr dieses Ding hier vor Gesicht kriegt. Aber das Ding ist, ich wette, das Video schaffst, mich wieder hungrig zu kriegen. Hoffentlich. Oder das wird abartig. Schauen wir mal rein. Matt Stoney! Ich hab's vermisst, mein Guter. Ich hab's vermisst. Deswegen schauen wir jetzt einmal der Brüte-Challenge. Refried Beans. Ich bin auf Diät. Oh, perfektes Video. Das sind ja eins. Ihh, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, okay, gut, der Hunger ist jetzt wieder gegessen. Alter, sieht aus wie Hundefutter. Ich habe gesagt drei. Drei, Leute, habe ich gesagt. Das sind acht. Er nimmt acht Wrap Burritos. Ihr wisst schon, diese Verpackung. Er nimmt acht Stück davon. Er nimmt die ganze Packung. These are big. Yeah. Ja, typisch Amerikaner. Ah, wo geht? Nee, das ist gar nicht typisch amerikanisch. In Deutschland kriegst du genau solche großen. Ah, die Mikrowelle. Alter, wer packt einen fucking Burrito in die Mikrowelle? Ein Wrap, der kommt auch schön in den Ofen oder so. Oder, ey, sag mir jetzt nicht im Chat hier, schreibt mir jetzt rein, dass einige von euch das auch machen. So ein Wrap gehört doch mit Liebe behandelt. Mit Liebe in den Ofen geschoben und dann einfach schön, geht das so schön auf. Eine Mikrowelle, Alter. Nein. Ja, wenn es schnell gehen muss, kann ich irgendwo verstehen, ne? Aber trotzdem, komm. Das ist doch ehrlich gammelig. Boah, das sind einfach schon große Dinger. Digga, macht einfach acht Stück gleichzeitig gefühlt. Wisst ihr, was ich sehr lustig gerade finde, sorry, so oft unterbreche, aber Matt Stoney verlinkt hier links unten sein Facebook. Digga, welcher Mensch, oh, in diesem Jahrzehnt, okay, das Video ist 5 Jahre alt, aber welcher, ey, hat, einer benutzt einer von euch aktiv noch Facebook? Schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, auf Twitch in Chat hier. Wisst ihr, aber das ist echt traurig. Ich habe mein Facebook-Passwort vergessen und ich habe es immer sehr geliebt, mal in die Nostalgie zu schauen. Wisst ihr, was hat vielleicht damals für eine Scheiße gepostet, was für ein cringing Zeug habe ich gepostet? Boah, guck mal, wie fett Leute das so zueinander macht. Oh, Digga, und darauf kommt jetzt noch Burrito, alles drauf. Und diese Asche. Ah, das sind Beans gewesen, also Bohnen. Was, das sah aus wie Hundefutter. Guck mal, wie das aussieht, das ist doch Hundefutter. Wirklich, das ist doch... Das wird natürlich am Ende lecker, aber... Nein, bitte, was denn? Das ist Hunde, Mann, das ist echt Hunde. Boah. Nothing that I've made so far looks good at all. Refried beans. Oh Gott, das ist... Ich muss sagen, das hat den ganzen Appetit, den ich gerade hatte, zerstört. 1 1/2 pounds of rice. 1/2 pound of guac. A moly. Guac. Guac. Hört sich an wie so ein Frosch, Alter. This is pork. Verde. Alter, das sieht aus wie irgendwie so, was auf eine Kuh geschissen hätte. Alter, sorry, ey, Matt. Du weißt, ich würde dich küssen, aber... Uff. Shredded beef. Alter, warum ist es Amerika alles so ekelhaft, Mann? Alter, ich bin ein schlechter Koch. Das ist abartig. Alter, das frisst er doch mal rein noch. Oh Gott, das muss er noch essen. Das macht ja nicht so Spaß. Alter, ich fühle mich angeekelt. Sorry, ich nehme alles zurück vom Anfang des Videos mit. Ihr werdet Hunger haben. Ihr werdet keinen Hunger haben. Nee, das wird nicht verboten. Ich schwöre dir, in Amerika, die essen das ehrlich so. Die haben da irgendwie, keinen Scham. Die essen alles. Guck mal, die Onions nicht mal angebraten mit Liebe. 50 Cent Frozen Bean Burrito. Okay. Ja, wie Frozen Burrito. Einfach so ein Burrito noch da rein, oder was? Ein Burrito, das ist ja wie wenn jemand schwanger ist und nochmal schwanger, oder was? Ist das überhaupt möglich, merkst du gerade? Da habe ich gerade absolut scheiße geredet. Kann jemand schwanger sein und nochmal schwanger werden? 1 pound Fiesta Cheese. Dann müsste das Baby schwanger sein. Alter, das wäre ja gruselig. Ja, okay, gut. Ich muss zugeben, der Käse hat jetzt ein bisschen gerettet, Leute. Das müsst ihr auch zugeben. Guck mal, diese Frozen Burritos, aber auch das, oh, das ist doch nicht lecker, Mann. Warum filmt man das? Aber der Käse, der jetzt kommt, der rettet das so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Die Käseschicht. Ja, die ist okay. Die überschattet das. Das ist aber so abartig aus. Was ist das denn noch? Was kommt denn jetzt da noch Schönes rein? Oh. Okay. Ach, Salsa. Ah, okay. Ja, ich weiß, die Nahaufnahmen machen es auch nicht so leckerer. Trotzdem sehr beeindruckend, weil es geht ja jetzt darum, Leute, dass es wirklich eine Masse ist. Es sind 9 Tortillas, die ganze Masse drauf und das alles zusammen und aufessen. 9230 Kalorien. Boah. Alright, here we go. This is. Ey, der Matt Stoney war dann noch so dünn, der ist heute ehrlich ein bisschen breiter. Ey, der Preis des Dings würde mich mal interessieren. Guck dir das an. Was ein Monster, der falten muss. Ach du Scheiße, Mann. Guck dir das an, Leute. Ey, guck dir das an, das ist ja verrückt, Mann. Ah, ich brauche einen Bagger dafür. Ah, komm, drehen. Oh, komm, wenden. Ey, das ist ja wie ein Bizeps-Ding.
Doesn't matter. Right, here we go, ready? Yeah. Yes. Yes. Real quick, yeah. Alter, das ist eine spannende Musik, oder was? Das ist so schwer rumzukriegen. 3, 2, 1. Boah. Digga, wie, was denn? Alter, das sieht aus wie so eine Bettdecke. Man kann während einer Schwangerschaft schwanger werden, wenn der Körper einen zweiten Eisprung nicht verhindert. Boah. What do you think, Morgan? Yeah, looks like a lunch order. Oh Gott, dann will das so essen. Und ich diese Musik, Mester, und diese Musik ist so Copyright, Alter. Ich hab, ehrlich, das regt mich so auf, Leute. Derzeit habe ich leider das Problem, auf das reagiert. Jedes Mal, ich reagiere auf ein Video, ich werde immer rot, immer Urheberrecht geschützt, bla, bla, weil ich immer, Digga, schon Amerikaner scheißen auf Copyright wie sonst was. Put the ass in your elbow. Alter, das kriegt ja nicht mal hoch, Mann. Das ist ja wirklich ein gigantisches Ding. Und das noch auf Zeit zu essen. Ah. Dan. One, go. Wie kack war dieses Zählen? One, go. Okay, let's go. Jetzt mit Zeit. Okay, jetzt geht's. Ach, der nimmt auch die Bissen, ne? Hey! Alter, mit Stoney geht doch spazieren oder was? Ich muss auch sagen, das ist doch 5 Jahre her, aber mit Stoney noch ein bisschen unprofessioneller. Ja, okay, jetzt. Alter, jetzt sieht das Ding aus wie so eine Frau, Alter. Okay, Alter, ich muss auch sagen, dass er das isst. Das ist krank. Weil das sah so unappetitlich aus und er macht's einfach dann. Alter. Gott, das sieht so eklig aus, ne? Also wirklich, dieser Burrito sieht einfach nur widerlich aus. Boah. Boah. Ich bin irgendwie ein bisschen angeekelt, eher. Jetzt bin ich angeekelt, aber weil ich weiß, wie eklig das Innere war und er das isst. Ah, wo ist das Leckere? Mir fehlt gerade dieses Effekt. Mir fehlt eher. Okay, ey, ich bin ein Schwein und ich unterstütze jedes Schwein, Leute, von euch, aber ich muss sagen, gerade ist eher für mich so ein Effekt. Aber sagen wir so, ich haut ihn ja unter 10 Minuten gefühlt weg, weißt du? Und das ist auch geisteskrank verrückt, Mann. Vor allem, das war vor 5 Jahren, Mann. Weißt du, wie krass das schon vor 5 Jahren? Und heute macht das alles noch professioneller. Ich bin jetzt auch noch so cool, ne? Das ist ja wirklich, als ob Gedärme essen würde. Es sieht halt wirklich aus, als ob jemand einen der Darm rausgenommen worden ist. Und Matt Stoney verschlingt ihn einfach auf den OP-Tisch. Boah, das ist so schweinisch, verdammte Scheiße, Mann. Ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr schweinisch. Komm, iss dieses eklige Ding weg und kack es danach raus, Alter. Ja. Oh Gott, diese Musik, ich weiß jetzt schon, diese Musik ist so Copyright, Mann. Jetzt ein bisschen Burrito-mäßig. Ja, komm, jetzt haut das weg. Auch keine Copyright-Musik, freut mich gerade. Ich schwöre, die Musik fuckt mich ab, weil ich im Hinterkopf schon so weiß. Ah, scheiße, Mann. Dieses Video urheberrecht geschützt. Dass er halt so lange gechillt hat, bis jetzt. Jetzt wurde er erst so ein bisschen müde, nach so einem geistkranken Ding. Guck, wie abgestumpft ich bin. Ich habe darauf reagiert, so ganz normal, so, ach, Matt Stoney, der macht das schon. Alter, das war auch natürlich eine geistkranke Leistung. Alter, okay, die Kameraschwenkungen so sind wirklich furchtbar. Zum Glück macht das heute echt besser. Und er macht's auch. Oh, er macht die letzten Bissen weg, Alter. Oh. Und das war's. Oh. Er hat wirklich diese Scheiße in sich reingegessen. Kann Red Stoney mal eine Review machen? So, ey, so und so war es auf Toilette. Ich schwöre, ich würde das Video gucken. Ich würde ein Video gucken, wo Red Stoney sagt, so und so war der Stuhlgang danach. Weil das ist doch wirklich eine verrückte Scheiße, die reingegessen. Das waren 10.000 Kalorien, aber 10.000 Kalorien Müll. Das war wirklich ein wirklich sehr ekliges Video, muss ich sagen, von Red Stoney. Natürlich geil bei Red Stoney, aber das war schon wirklich eklig einfach. Ich habe euch gesagt, das wird Hunger machen. Nein, da hat Agatha mal nicht gezaubert.